Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Atlantic Fleet. Und es gibt noch einen Konvoi mit dem Zerstörer Ilex, Janos, zwei großen Frachter und einem C3-Frachter gegen U-123 und U-125. Wir greifen an. Es ist bewölkt. Immer nach Backbord, beschleunigen und tauchen. Ja, wir haben keine Flugzeugangriffe. Oh, da sind wir hinten dran. Was ist denn das für eine blöde Position? Naja. Drehen wir noch Steuerbord. Dann versuchen wir mal unser Glück. 25,8. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 25,8 kann doch nicht korrekt sein. Wenn der irgendwo hindreht. Kommt er vielleicht hier hin? Und wenn er in die andere Richtung dreht, wird er nicht machen. Hm? Machen wir mal. Full Spread. Feuer. Das war für die Janos. Drei Torpedotreffer. Sehr schön. Hier drüben haben wir jetzt noch einen anderen Zerstörer. So, dann gehen wir auf Tauchstation. Gucken wir, dass wir runterkommen. Bevor der Zerstörer auf dumme Gedanken kommt. Und gucken, dass wir nachladen. Hier ist noch ein Torpedo unterwegs. Fahren wir da einfach mal ein bisschen auf die zu. Ein bisschen nach Backbord. So. Bisschen nach Steuerbord und uns einfach ein bisschen annähern. Der hat einen Torpedo nachgeladen. Na, die fahren sich jetzt ein bisschen hier in den Weg rum. Das ist okay. So, also wie sieht's denn aus? Die sind zwar recht nah, aber eigentlich will ich den Zerstörer zerstören. Was man natürlich als U-Boot eigentlich nie macht. So. Gehen wir mal Steuerbord.
Er hat wieder eins nachgeladen. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass er uns direkt vors Rohr fährt. Weil die U-Boote sind einfach total langsam. Gehen wir mal auf Silbertiefe. So. Greifen wir mal an. 345. Dahin. Bis hierhin könnte man schießen. 315. So, 314, 9. 315 geht gerade. Da haben wir 3,6. Das ist natürlich ein blöder Winkel da vorne. Wenn der dreht, erwischt man nicht. Ach, eins können wir mal spekulativ abschießen. Und los. So, dann gucken wir mal, was sie draus machen. Hm? Hier schauen wir einfach mal. Da sind wir schon relativ nah. 5-2. Bisschen nach Backbord. Und gucken einfach, ob er noch näher kommt. Kann natürlich sein, wenn die Torpedos jetzt treffen, dass er wieder die Richtung wechselt. Und? Zwei Torpedotreffer. Der C3-Frachter hat genug. Und der Large Freighter auch. Mal gucken, ob der hier auch noch reinläuft oder ob er vielleicht sogar den anderen trifft. Ich gehe auf jeden Fall mal lieber noch eine Runde tauchen. So, warten wir mal ab. 4-7. Wir warten noch. Der dreht. Hat nicht geholfen. Jetzt ist der arme Zerstörer ganz allein. Large Freighter versinkt auch. Gehen wir auf Steuerbord. Drei, vier. Eine Runde warten wir noch. So. Jetzt sind wir direkt dran. Gehen wir auf Seerohrtiefe, verlangsamen auf ein Drittel. Yards, das sollte noch okay sein. Ein Torpedo hier. Ein Torpedo da. Und los. Da ist ein Magazin hochgegangen. Ilex oder Ilex, wie sie auch immer heißen mag, versinkt. Während im Hintergrund die ganzen anderen Schiffe noch runtergehen. Also, wir haben zwei große Frachter für 8700 Tonnen versenkt, einen C3-Frachter für 8000, die Ilex für 1370 Tonnen und die Janus für 1690 Tonnen. Macht zusammen 3060 Warship-Tons und 25.400 bei den Merchants. Und dafür bekommen wir 3060 Punkte gutgeschrieben.
hat U-123, U-125 keinen Schaden davon getragen. Sehr gut, ja. Einwandfrei. Und wir haben nochmal einen Frachter. Nochmal einen großen Konvoi. Mit einer ganzen Menge Frachter, einen Tanker und den Zerstörer Imperial und Impulsive. Da ist die Impulsive Imperial. Da sind wir ein bisschen zu weit weg. Wir bleiben einfach mal hier, greifen gleich an. Oder warten wir? Wir warten vielleicht noch. Gehen wir mal auf Dive. Eine Runde warten wir. Wir haben keine Flugzeuge. Hier drüben ist der Zerstörer. Gehen wir mal auf Tauchen. So. Und der fährt hinterher. Da ist die Imperial. Beschleunigen wir mal. Und tauchen. So. Dann sind die anderen dran. Oh, bin ganz schön gedreht. Naja, okay. Gut, dann gehen wir hier mal auf Zero-Tiefe. Drehen ein bisschen nach Backbord. Beginnen unseren Angriff. Fangen wir mit dem an. Torpedo. Auf 339,5. So. Lassen wir es vielleicht mal hier. Bei dem sind wir auf 7,6. Das lassen wir mal. Oh, auf den Tanker können wir auch noch warten. 19,7. So, los. Gut, dann drehen wir hier nach Backbord. Warten mal. Und hier können wir eigentlich auch nichts machen, außer hinterher zu fahren. Und dann einfach mal gucken, was passiert, sobald hier die Torpedos einschlagen. Oh. Zwei Torpedotreffer und der ist tatsächlich entkommen. Den Large Freighter hat es erledigt. Den auch. Dann tauchen wir. Muss immer aufpassen, dass man nicht auf Versehen Surface drückt. Gut. Beschleunigen wir mal. Warten ab. Bisschen Steuerbord und gucken, ob wir den Zerstörer angreifen können. Oh, haben uns entdeckt. Komm, komm, komm. Ich treffe nie was mit den Dingern.
geschossen. Oh, er hat noch einen. Diesmal mache ich mir Sorgen. Nein, nein, nein! Das hat sicher wehgetan. Da hat ein Torpedo noch getroffen. Pressure Hull ist beschädigt. Wir gehen mal weiter auf Sinken. Dürfen, glaube ich, jetzt nicht zu tief gehen. So. Wir drehen ein bisschen nach Backbord. Und warten mal, was passiert. Und hier fahren wir einfach hinterher. Mehr können wir da eigentlich gerade gar nicht tun. Oh. Wie viele Luftangriffe haben die denn noch? Eieieiei. Das ging zum Glück daneben. Hat ein Torpedo nachgeladen. Hier kommt der Zerstörer an. Fahren wir auf den einfach mal zu. Da können wir vielleicht noch den Tanker abfangen. So, wie sieht's denn hier aus? Drehen wir ein bisschen Backbord. Waren zu wenig. Hier fahren wir einfach mal geradeaus. Und hier ein bisschen nach Steuerbord. Versuchen einfach den Anschluss zu halten. Zerstörer fahren wieder. So, da sind wir bei 5,8. Backbord. Und hier sind wir bei 5,1. Einfach ein bisschen Steuerbord. Was haben wir denn hier für ein Ziel? Der Tanker. 5,9. Einfach mal ein bisschen näher kommen. So, wie sieht denn das auf der Karte aus? Okay. Die kommen mir ganz gut näher. Der da ist abgeschlagen. 4,3. Haben wir Torpedo nachgeladen. 3,9. Einfach mal nach vorne. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Zerstörer müssten jetzt langsam in Reichweite kommen. Mit dem warten wir noch eine Runde ab. Vier, eins.
Ich glaube, die irren sich manchmal mit den Entfernungen. Weil eigentlich kommt er die ganze Zeit näher. Jetzt ist er gleich an der Stelle, wo der andere war. 2,7. Gehen wir mal auf Zero-Tiefe. Kann sein, dass es eins zu früh war. Ach, geht gar nicht. Ich bin ja noch zu weit weg. Bin ja 2 getaucht. Weiß gar nicht, ob ich da treffen kann. Wir versuchen es mal. Wir gehen einfach mal auf Zero-Tiefe. Visieren den Tanker an. Der sieht natürlich schon toll aus. Aber amerikanischer Tanker, darf ich den überhaupt schon abschießen? Ist Amerika schon im Krieg? Ich meine, da hat eine Mordskanone ja drauf. Dann also ein Torpedo 336,6. Da meint er. Der dreht ein bisschen, dann kommt er vielleicht hier. Machen wir mal hier 2 Torpedos los. Oh, der dreht ganz schön. Die sind jetzt ziemlich nah beieinander. Ich glaube, das wird er nicht ganz schaffen. Nee. Gut. Gehen wir auf 2/3. Und 0er-Tiefe. So, Torpedo 1. Bei der Brücke Nummer 2 hier. Dann greifen wir gleich den an. Da meint der 19,3 wäre eine gute Position. Also ungefähr hier. Dann kann es natürlich sein, dass er direkt auf uns eindreht. Dann ist das vielleicht noch eine gute. Danach sollten wir uns echt verkrümeln. Die Impulsive hat es erledigt. Hier fahren wir einfach weiter drauf zu. Ja, und hier kann man eigentlich auch nichts machen. Kann man eh alle Torpedos... Ne, 2 hat man noch. Die lassen wir mal im Rohr. Ah. Mal schauen, wie meine Schätzung mit den Torpedos war. Oh. Er ist genau zwischendurch gefahren. Dafür hat sie den Frachter zerrissen, den Tanker. Zwei Torpedo-Einschläge hier. Den hat es zerrissen. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass wir keine Torpedos haben. Und der Zerstörer auf uns zukommt. So, dann tauchen wir und drehen ab. Ich schätze mal, da wird es hier rüberkommen. In der Hoffnung, dass das andere U-Boot den abfangen kann. Bevor der anfängt mit Wasserbomben nach uns zu werfen. So, da ist er.
bisschen nach Steuerbord. Auch ein bisschen nach Steuerbord. Wir warten vielleicht noch einen Zug ab mit dem. Okay. Der hat sich noch einen eingefangen. Damit geht es nur noch schneller runter. Der hat keine Torpedos gerade. Dann können wir nur drehen. Und der hat sich verkrümelt gerade. Kann man nichts machen, außer abzuwarten. So. Allerdings versuchen wir jetzt mal unser Glück mit dem. 6,8. Dann wird er noch ein bisschen hin und her zuckeln. Der ist so weit weg. Los. Da fahren sie los. So, mal gucken. Was macht der für unangenehme Sachen? Ich glaube, die anderen zwei Torpedos brauchen noch eine Runde. Die Frage ist, bin ich jetzt hier nah genug für die Torpedos? Versuchen wir es einfach. Der meint ja. Gut. Dann also unsere Torpedorohre hinten. Zwei Torpedos gehen wir auch auf Sicherheit. Beide Feuer. Ist ein bisschen weiter hinten eingeschlagen, als ich gedacht hätte. Aber die Imperial sinkt. Sink all merchants and withdraw. Also U39 hat leichten Schaden davon gezogen. Dafür haben wir den Zerstörer Imperial für 1370 Tonnen versenkt. Genauso wie die Impulse für 1370. Wir haben mehrere große Frachter für 7800. Einen C2-Frachter für 5500. Einen für 8000. Und ein T2-Tanker für 22.500 macht zusammen 68.100 Merchant Tons und 2.740 Warship Tons. Ja, das war doch erfolgreich. Und hier sind hier noch ein paar Schiffe anscheinend. Die haben wir nicht entdeckt. Macht aber nichts. Die schauen wir uns jetzt dieses Mal nicht mehr an. Machen wir an dieser Stelle doch lieber eine kleine Pause und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal.